Everything changes. Halli, hallo, hallöchen, wir spielen wieder ETS 2, Euro Truck Simulator 2. Heute bin ich leider wieder allein unterwegs. Der Kleine hatte keine Lust. Weil der schläft schon, jetzt wo ich es aufnehme. Ja, und das nächste Mal muss ich das schauen, damit ich das ein bisschen anders mit dem Mikrofon machen kann. Damit man ihn da ein bisschen besser versteht. Ist nämlich eigentlich ganz witzig, was er manchmal so raushaut. So, wir sind unterwegs, immer noch mit leeren Paletten, noch ein bisschen über 300 Kilometer. Aber heute werden wir uns mal wieder unserer Firma ein bisschen widmen. Wir werden nicht bloß fahren, wir werden da ein bisschen Management machen. Wir werden da mal schauen, welche Fahrer da fleißig sind, ob wir welche austauschen müssen. Und vielleicht können wir ja noch einen oder anderen Lastwagen ein bisschen was umbauen von den Angestellten. Ihre Lastwagen. Mit meinem bin ich natürlich gerade unterwegs, das ist schlecht. Aber das machen wir dann auch wieder, wenn ich irgendwo in der Nähe von der Werkstatt bin. So. So, jetzt haben wir keine 300 Kilometer mehr. Der Regen hat aufgehört. Es ist natürlich wieder mitten in der Nacht, wo wir fahren. Obwohl, es hat noch recht viel Verkehr. Muss ich echt staunen. Aber wir sind immer noch in Italien. Oder wir sind wieder in Italien, wir haben einen kurzen Abstecher nach Österreich gemacht. Und... Wow! Wir fahren einfach mal hier rüber. Den anderen hinter uns haben wir ausgebremst. Ich habe ja rechtzeitig geblinkt, der muss auch mal bremsen. Ich sag ja immer, die anderen haben ja auch Bremsen. Wieso soll ich denn immer bremsen? Ja, kann auch ins Auge gehen. Okay. Situation gerettet. So, haben wir mal das riesige Navi da weg. Ich würde sagen, wir gehen mal in unser Firmenmanagement. Und da sind wir eigentlich schon. So, mein LKW hat schon 1% Schaden. Sehr schön. Firmenmanagement. Genau. Da wollen wir mal schauen. Fahrer. Wie sieht's denn hier aus? Bewertung, Profit, Strecke macht der bloß nicht mal 10. Das ist eigentlich gleich mal einer, den wir uns anschauen wollen, obwohl der so viel kann. Haben wir den als Fernfahrten geschickt, ausgeglichen. Aha, Fernfahrten hat er eigentlich fertig da. Wir können ja immer sagen, wo wir sie ausbilden wollen. Jetzt wäre natürlich hier noch ein bisschen Gefahrengut. Hochwertige Frist, zerbrechlich. ADR. Das ist da Gefahrengut. Machen wir da mal. Okay. Hier haben wir auch Fernfahrten. Das ist fertig. Hier machen wir... Warte mal. Just in Time. Also schnelle Lieferung. Ja, das sind alles so die ersten Fahrer. Hier haben wir zerbrechliche Fracht, da ist sie voll ausgebildet. Da machen wir vielleicht hochwertige Fracht. Das da. Ja, man sollte doch ab und zu schauen. Wir wären wahrscheinlich schon viel besser. Da machen wir gerade den ADR-Schein. So, genau. Das ist eigentlich sehr simpel hier. Hochwertige Fracht, jawohl, da machen wir mal sparsame Weise. Ach, der hat den Schein fertig. Ich sag, er hätte viel früher schauen müssen. Fernfahrten. So, der da auch just in time. Jetzt machen wir da ADR. Pushen wir die alle mal ein bisschen hoch. Fernfahrten. Irgendwann können sie dann alles. So. Fernfahrten hat der auch. Zerbrechliche Fracht. So. Da sind jetzt die neuen. Da ist noch alles ausgeglichen. Und was verdienen sie so? Hier müssen wir mal schauen. Ausgeglichen, okay. Also das ist eigentlich überall jetzt
ausgeglichen. Wir könnten eigentlich hier anfangen. Was machen wir da? Zerbrechliche Fracht, würde ich sagen. Hochwertige Fracht, sorry. Zerbrechlich ist ja da mit den Glas. Dann haben wir da noch einen Oslo. Da werden wir mal den ADR-Schein. Dann haben wir da noch den Philipp. Puh, ja. Den machen wir mal hier. Just in time. Ausgeglichen, der ist da schon ganz gut. Dann machen wir mal noch Fernfahrten. Puh, ausgeglichen, da machen wir mal ADR, jawohl. Ja, wie viele Fahrer habe ich eigentlich? Das ist ja Wahnsinn. Okay, zerbrechliche Fracht. Sparsam. Ja, und hier ist alles noch so offen. Sag ich mal, hochwertige Fracht wäre natürlich gut. Da wäre das gut, damit er überhaupt was transportieren darf. Dort machen wir noch Just in Time. Und hier, das ist eigentlich so gut wie noch gar nichts. Machen wir auch hochwertige Fracht. Jawohl. So, jetzt haben wir uns eigentlich alle angeschaut. Das sind jetzt hier auch die letzten LKWs, was dazugekommen sind. Jetzt wollen wir mal schauen. Aha, der bin ich, der verdient gar nicht so viel, habe ich vorhin gar nicht gesehen, damit ich so günstig hier unterwegs bin. Alles klar, ich bin der, der am schlechtesten verdient. Ja, was machen wir mal? Renault, Iveco. Haben wir schon was gemacht? Den Renault haben wir auch schon was gemacht. Der sieht eigentlich noch normal aus. Wir werden dem mal den Philipp aufrüsten. Genau, der hat da eigentlich einen Standard-LKW. Sieht natürlich ganz schnieke aus als Standard. Machen wir mal hier. Schauen wir mal, was wir da noch verändern können. Wahrscheinlich eine ganze Menge. So, sieht schon ganz anders aus, das Teil. So, hier vorne. Jawohl. Wir müssen ja nicht allzu viel machen, aber so ein bisschen könnten wir ja schon. Aber das haben wir schon. Okay. Da machen wir natürlich auch Scania. So sieht das schon gar nicht mehr so schlecht aus. So machen wir den noch. Original lang, okay. Da machen wir immer hier so ein Scania-Ding hinten rein zum Leuchten. Boah, was ist das denn? Eieiei, ei, ei. Können wir mal Licht anmachen? Puh! Das ist ja cool. So eine Lichtbar da drauf. Sieht das eigentlich so aus? Okay. Was kommt denn da noch ran? Da kommt bestimmt so. Keine Ahnung. Michelin-Männchen hätte ich ja daran gemacht. Wir haben wahrscheinlich gar keinen Michelin drauf hier.
So eine ordentliche. Oh. Falsch. Da muss ich hin. Fanfare. Gibt bloß noch nicht. Okay, hier könnten wir noch so rundum Licht machen. Das sieht ein bisschen winzig aus. Wir lassen das, glaube ich, so. Nein, wir lassen das nicht so. Wir müssen eigentlich, müssen wir da so kleine Lichtlein ranmachen. Damit der im Dunkeln gut zu sehen ist. Das ist ja die Lichtbar da oben, die ist ja nicht die ganze Zeit an. Vermute ich mal. So, jetzt schauen wir noch mal, was wir da haben. Nichts Gescheites. Oh, eine Lampe habe ich verkehrt angebaut. Eieiei. Die ist da irgendwie verrutscht. Das machen wir noch. So, jetzt aber. Okay, das sieht gut aus. Mit den Rundumleuchten weiß ich nicht. Das lassen wir erstmal so. 33.000, ich glaube, mehr hat er nicht verdient. Bestellen wir mal. Okay, wir werden weiterfahren. Aber ihr seht, ich habe da, hätte da schon die Ausbildung meiner Leute viel eher anschauen müssen. Dann wären wir natürlich schon viel weiter. Dann hätten die schon wahrscheinlich alles und würden da natürlich einen Haufen Geld für bekommen, für ihre Arbeiten. Können natürlich auch viel mehr machen, können viel weiter fahren, können Gefahren gut transportieren, hochwertige Fracht, zerbrechliche Fracht, sind nachher noch sparsam unterwegs. Also man kann da viel machen im Management und das macht sich dann irgendwann bezahlt auf dem Bankkonto. So, aber ihr seht, wir haben schon einen Haufen LKWs, obwohl ich erst Level 18 bin. Aber wir haben eigentlich gut investiert. Wir haben gute Aufträge gehabt. Ich habe da nicht gescheatet. Wir haben das alles selber erfahren. Selber uns erarbeitet. Und mit den Helfern, die haben natürlich auch immer gutes Geld gemacht. Solange wie wir fahren, fahren die auch. Und dann sieht man das eigentlich, wenn ich da dieses Navi anhabe, wird es natürlich unten eingeblendet, sobald wir da Geld von irgendeinem bekommen. Kredit weiß ich gar nicht, sollten wir eigentlich abgezahlt haben, habe ich auch gar nicht geschaut. Aber eigentlich sollte da nichts mehr sein, könnten wir auch nochmal das nächste Mal schauen. Wir haben natürlich einen Kredit von der Bank aufgenommen, ganz am Anfang. Und den können wir dann natürlich abzahlen. Also es gibt da pro Tag, müssen wir da ordentlich zahlen. Müssen uns natürlich ordentlich Aufträge besorgen, ansonsten können wir das die Zinsen nicht mehr zahlen und dann wird es schwierig. So, ich glaube, ich muss hier runter. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so weit, oder? Doch, es ist noch sehr weit. Alles klar. So, jetzt muss ich aber hier lang. So, läuft ganz gut. Ah, hier ist immer noch 60. Ah, jetzt kommt da wieder so eine Mautstation. Wie soll es anders sein? Nichts ist umsonst. Überall müssen wir hier zahlen. Ich werde schon wieder müde. Ich hoffe, ich schaffe die 200 Kilometer noch, ohne schlafen zu gehen. Telepass. Wir haben einfach einen Telepass, glaube ich, hoffe ich. Können wir durchfahren.
anderen schnappen wir uns noch. Da vorne den LKW. Was gibt's da? LKW-Rastplatz oder was ist das Zeichen da eigentlich? Wenn ihr seht auf dem Navi, das lila, ne? Das könnte sowas sein, habe ich noch nie gesehen. Oder ist mir noch nie aufgefallen, glaube ich. Könnte. Okay, könnte auch ein LKW-Händler sein. So, schauen wir mal lieber nach vorne, wo wir hinfahren. Gut, das wäre es eigentlich von heute, von hier, von ETS 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.